Tag, meine Damen und Herren. Heute geht es um das vielleicht geheimste aller Geheimnisse für Vitalität im Alter. Das Umgehen mit den täglichen Giften. Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Bleiben Sie dran. Ja, meine Damen und Herren, heute ist mir zum ersten Mal etwas passiert, was nicht passieren sollte, nämlich ich habe die Kamera falsch rum eingestellt und deswegen schaue ich im ersten Teil dieses Videos nicht direkt in die Kamera, sondern schaue praktisch an Ihnen vorbei. Das wird sich aber im weiteren Verlauf ändern. Leider hatte ich keine alternative Kopie des ersten Teils mehr gespeichert. Also schauen Sie mich vom Profil an und achten Sie in erster Linie auf den Text. Vielen Dank für Ihr Verständnis und gleich geht's los. Dieses Geheimnis für ein erfolgreiches Altern wird von vielen Autoren, die sich mit den Voraussetzungen für Langlebigkeit beschäftigen, gar nicht oder höchstens in einigen Teilaspekten behandelt. Dabei gehören Gifte verschiedenster Art schon seit langem zu unserem Leben. Was meine ich eigentlich mit Giften? Toxisch, giftig können viele Aspekte unserer Lebensführung sein, auch im Alter. Soziale Gifte haben in vielfältiger Hinsicht negative Auswirkungen auf ein erfolgreiches, vitales Altern. Feindselige Kontakte mit Mitmenschen oder Behörden. Verbale oder physische Gewalt verschiedenster Herkunft. Angefangen beim Partner oder der Partnerin, über Nachbarn, Familienmitglieder oder Fremde. Dazu erlittene Traumata durch Krankheit oder Tod in der engsten Umgebung. Oder die Konfrontation mit der eigenen Vergänglichkeit. Zu den sozialen Giften gehört natürlich auch ein exzessives Umgehen mit sozialen Medien, das sich suchtartig mehr und mehr auszubreiten scheint und irgendwann auch uns Ältere einholen wird. Über die sozialen Gifte habe ich bereits kurz in diesem Video über das sechste Geheimnis Stress gelassen bewältigen berichtet. Dazu werde ich in weiteren Videos auch weiter Gedankenfutter für Sie liefern. Damit können Sie sich immer wieder entscheiden, ob Sie sich den sozialen Giften aussetzen wollen oder nicht und wie Sie damit umgehen wollen. Nun aber zu den eigentlichen Giften. Auch hierbei haben wir die Wahl, ob wir uns auf sie einlassen oder nicht. Gifte basieren generell auf Chemie und auf chemischen Verbindungen. Die Klassiker aufzuzählen fällt leicht. Alkohol, Nikotin, Drogen und Substanzen, die die Umwelt verschmutzen. Aber das ist ja bei weitem nicht alles. Es befinden sich zigtausende von Stoffen in unserer Umwelt, mit denen unsere Vorfahren nicht in Berührung kamen. Inhaltsstoffe der industriell produzierten Nahrung. Nebenwirkungsträchtige Bestandteile von Medikamenten. Nebenprodukte von Convenience-Artikeln, Folien, Flaschen, Verpackungen. Und schließlich, und das regt mich persönlich am meisten auf, die vielen sinnlosen Gifte, mit denen wir unsere Luft verbessern, unsere Wohnungen beduften oder gar unsere Wäsche parfümieren.
Zum Thema Drogen möchte ich an dieser Stelle nichts weiter sagen. Das wird vielleicht interessanter, wenn der Konsum von Cannabis nach der Legalisierung auch in unserer Altersgruppe zunimmt. Auch zum Konsum von Nikotin ist keine weitere Aufklärung nötig. Unsere Gesetzgeber in Berlin und in Brüssel haben da schon ganze Arbeit geleistet. Anders verhält es sich bei der dritten großen Volksdroge, dem Alkohol. Werbeverbote gibt es nicht. Vertriebseinschränkungen, ja, für Kinder und Jugendliche, immerhin. Eingriffe in die Preisgestaltung der Hersteller, die Flasche Wodka für 5,98 ist zu haben. Mir klingen ab und zu noch die alten Loblieder auf den Konsum alkoholhaltiger Getränke in den Ohren. Ganz früher, schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein. In den 90ern, Grönemeyer, Alkohol ist ein Sanitäter in der Not. Und auch heute noch gibt es das Loblied auf ein, zwei Bier und du bist wieder schön. Alkohol als Stimmungsaufheller, Beruhigungsmittel und Mutmacher sollten wir Ältere doch eigentlich nicht nötig haben. Und deswegen möglichst darauf verzichten. Aus diesem Grund möchte ich auch keine zulässigen Trinkmengen nennen. Das impliziert ja sofort, dass es okay wäre, jeden Abend ein bis zwei Glas Wein zu trinken. Und dass sie gegebenenfalls sogar darauf hinarbeiten müssten. Ein gelegentliches Glas in Gesellschaft zum Feiern oder auch ganz besinnlich, allein oder zu zweit, ist sicher okay. Denken Sie an die Blue Zone-Regel Wine at Five, die ein tägliches Glas Wein am frühen Abend fast sogar verlangt. Sobald aber der Konsum dauernd über die kursierenden Mengenvorschläge hinausgeht, gelegentlich zu Exzessen führt oder bewusst zur Emotionskontrolle eingesetzt wird, ist höchste Vorsicht geboten. Wenn das auf Sie zutrifft, sprechen Sie mit einem Menschen Ihres Vertrauens darüber. Wenn gewünscht, steige ich gern tiefer in dieses Thema ein. Bitte hinterlassen Sie unten einen entsprechenden Kommentar. Über Inhaltsstoffe von Nahrung ist in meinen verschiedenen Videos über Ernährung bereits die Rede gewesen. Transfette, Geschmacksverstärker, Farbstoffe, Stabilisatoren, Antioxidationsmittel und so weiter und so weiter. Auch die in den letzten Jahren in Mode gekommenen Fleischersatzprodukte, Veggie oder sogar vegan, sind leider voll mit chemischen Stoffen, mit denen unser Ernährungssystem im Rahmen der Evolution erst ganz spät in Berührung gekommen ist. Mein Rat, wenn es geht, darauf verzichten oder minimieren. Auf alle Fälle lohnt sich ein Blick in Zutatenlisten. Wenn Sie ein Wort nicht flüssig aussprechen können, Finger weg davon. Am besten wäre natürlich, wenn Ihre Lebensmitteleinkäufe gar keine Zutatenlisten enthielten, wenn nämlich Sie aus Rohprodukten bestellen, die Sie selbst zu Hause zu Lebensmitteln verarbeiten. Dann fiele auch weitgehend das Problem weg, dass sich erst durch die Produktion und Distribution von Lebensmitteln überhaupt ergeben hat. Nämlich unser Umgehen mit chemisch beeinflussten Verpackungsmitteln. Umverpackungen aus Plastik, Folien, die auch unverpackt erhältliche Lebensmittel
wie Gemüse umhüllen, Becher für die oft Zucker- oder Fett überladene Snackproduktion, Plastikflaschen für Getränke, die man entweder gar nicht braucht oder die es auch in Glasflaschen zu kaufen gibt. Inzwischen sind Stoffe wie BPA, Bisphenol A oder die Ewigkeitschemikalie PFAS, per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, ich kann es gar nicht aussprechen, entweder verboten oder zumindest stark problematisiert. Aber die Industrie wird uns schon weiter mit sogenannten SVHC, das sind Substances of Very High Concern, versorgen. Schwieriger wird es allerdings mit Substanzen, die uns besorgt machen sollten, die nicht über die Nahrung in unsere Systeme eindringen. Über Kleidung, Beschichtung von Materialien oder durch den oben beschriebenen irrationalen Umgang mit chemischen Verbindungen, die wir in unsere Lebenswelt ohne jede Not eintragen nach dem Motto: Ohne Wäscheparfüm fühle ich mich gar nicht mehr wohl in meiner Haut. So ein Blödsinn. Dabei ist unser Gegensteuern gar nicht so schwer. Wir entscheiden selbst, welche Nahrungsmittel wir kaufen und essen, aus welchen Materialien unsere Kleidung gemacht ist und ob wir das ultimative Tragegefühl wie auf Wolken bei den aus China stammenden Sneakern unbedingt brauchen. Den Kontakt mit Giften zu minimieren, ist nach meiner Auffassung ein wirklich notwendiger Schritt hin zu mehr Vitalität, Lebensfreude und Gesundheit im Alter. Was denken Sie? Für heute verbleibe ich mit den besten Grüßen und Wünschen für eine minimal toxische Zeit. Ihr Psychodoc Theo Schelp. Auf bald und adieu.